Charlocko ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer, das seit der dritten Spielgeneration existiert und ist die Weiterentwicklung von Wampel und entwickelt sich zu Papinella weiter. Des Weiteren ist es das Gegenstück von Panekon. Charlocko ist ein kleines Kokon-ähnliches Pokémon in weißer Farbe. Das Käfer-Pokémon besitzt einen ovalen Körper, der von Seide umsponnen ist. An den Seiten liegen zwei kleine runde Augen, die sich ihrerseits aus weißer Lederhaut, roten Iriden sowie schmalen Pupillen schwarzer Farbe zusammensetzen. Aus der Seidenhülle heraus und häufig wird Charlocko mit seinen Fäden dargestellt, die aus seinem Kokon herausragen und mit denen es sich an Objekten festhalten kann. In seiner Shiny-Form ist der sonst weiße Körper hellorange und seine Iriden blau gefärbt. Charlocko ist kaum bewegungsfähig und nur wenig robust. Nach seiner Entwicklung aus Wampel kann es nur eine einzige Attacke, nämlich Härtner, erlernen, durch welche sein schützender Kokon weiter verstärkt werden kann. Viele Exemplare jedoch beherrschen auch die Attacken seiner Vorstufe und können sich mittels Käferbiss oder Tackle erwehren, sowie ihren Faden auch gegen Feinde durch Fadenschuss einsetzen. Charlocko besitzt in seinem kokonartigen Körper giftige Stacheln, die es benutzen kann, um feindliche Angreifer abzuwehren. Die Fähigkeit von Charlocko ist Expidermis, die es ihm erlaubt, durch Abstreifen seiner Hülle mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit primäre Statusveränderungen wie Vergiftung oder Verbrennung zu verlieren. Charlocko leben hauptsächlich in dichten Wäldern wie dem Blütenburgwald in Hönn oder dem Ewigwald, wo sie sich sorgfältig mit ihren Seidenfäden zwischen die Äste hoher Baumkronen hängen. Dort baumeln sie regungslos und warten auf ihre Entwicklung. Es spart die Energie, die es durch seine Entwicklung aus Wampel gewonnen hat, sorgsam an und bewegt sich so wenig wie möglich. Eine lange Zeit nahm man an, dass Charlocko gar keine Nahrung zu sich nehme, jedoch ernährt es sich von Tau und Regenwasser, der sich auf seiner seidigen Körperoberfläche ansammelt. Sein Kokon schützt es vor Angreifern, während kleine Gucklöcher es ihm ermöglichen, die Umgebung aufmerksam zu beobachten. Dabei ist Charlocko die Weiterentwicklung von Wampel und zudem die Vorentwicklung von Papinella. Die drei Pokémon repräsentieren verschiedene Lebensstadien eines Schmetterlings. In den Spielen wird die Entwicklung von Wampel zu Charlocko durch das Erreichen von mindestens Level 7 ausgelöst, wobei es vom Zufall bzw. vom Personality Value des Wampel abhängt, ob es sich zu Charlocko oder Panekon weiterentwickelt. Die Entwicklung zu Papinella findet beim Erreichen von mindestens Level 10 statt. Mit seinem Typ Käfer nimmt es halben Schaden gegen Pflanzen, Kampf- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Flug- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.